Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu My Time at Porsche. Ich weiß gar nicht mehr, was wir genau für Südblock brauchen. Ich hätte mir das vielleicht aufschreiben sollen, aber egal. Wenn der Typ da steht, wir können dann ja sicher nochmal schnell ins Haus laufen. Dann kann ich es holen. Oder aber wir schreiben es uns auf fürs nächste Mal. Kommt der... Was zum... Was? Wer ist denn das? Okay. Okay. Erst kommt Mali mit einem Flugzeug, jetzt kommen dann noch mehr Leute. Ich bin ein bisschen verwirrt. Hallo Handwerker, wir haben deinen Auftrag für abgenutztes Feld abgeschlossen. Das ist die Beute, die wir gefunden haben. Viel Spaß damit, es war uns ein Vergnügen. Ja, vielen Dank. Oh, perfekt, guck dich das an. So viel schönes abgenutztes Feld. Hi Sora, ich hatte ein paar Kräuter übrig, also habe ich ein bisschen Medizin für dich gemacht. Es kann nie schaden, zusätzlich Medizin dabei zu haben. Dankeschön. Das müsste von Dr. Xu gewesen sein, genau. Von Dr. Xu. Dann räumen wir doch erstmal kurz die Sachen weg. Jetzt kriege ich ja wieder Dinge geliefert. Und dann müssten wir eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, eigentlich doch fast unsere Sachen hier fertigstellen können. Aber ich bin auch sehr neugierig, was... Wer ist das? Ah, ein Date. Ich nehme jetzt mal keins an. Weil ich nicht weiß... So, erstmal ein bisschen füttern. Weil ich nämlich nicht weiß, was das jetzt mit unserem Besuch auf sich hat. Benzin aufgebraucht. Ja, dann tanken wir doch mal auf. Und dann warten wir einfach ein bisschen, bis das letzte fertig ist. Ich sammle hier schon mal alles ein. Und wenn ich jetzt an eine Kiste laufe, dann räume ich auch gleich unser Inventar wieder auf. Da kommen auf jeden Fall die Dinger rein. Okay, Produkte 2, hier kommen die Sachen rein und beim Rest bin ich mir gar nicht so ganz sicher. Das kommt hier rein, das und das auch. Dann bräuchte ich bitte eine, nicht die Krimskramskiste, sondern die Medizinkiste für den... Ach, der Kräutertee ist... Okay, der kommt dann ab jetzt zur Medizin. Da muss der einmal aus der normalen Essenskiste raus. Denn ich weiß, ich habe hier drin Kräutertee. So viel Ordnung muss sein. Und jetzt tun wir den Rest auch noch schnell weglegen. Das hier kommt in Früchte und das bitte. Der Rest nicht. Der Rest kommt in meine... Na, Erz und Holz. Genau, hier. Dann haben wir hier was Neues, aber das geht. Das Holz. Und das letzte ist Monster Drops. Dann können wir ganz viel Faserstoff herstellen. Was fehlt denn hier jetzt noch? 6 Stahlhüllen und 4 Aluminiumplatten. Die Aluminiumplatten müsste ich haben. Das wären unsere Aluminiumplatten. Industrieller Ofen, Stahlhüllen, Aluminiumplatten. Da haben wir die. Und jetzt muss ich noch Stahlhüllen herstellen. 6 Stück, richtig? Genau. Dann hätten wir das auch geschafft und damit ist schon mal... Was genau ist jetzt fertig? Das war... Der Heizkessel. Okay. Dann würde ich jetzt ganz gerne den Heizkessel erstmal wegstecken. Kann oder beziehungsweise irgendwo anders hin tun. Was... Oh, ich muss ja noch einen Auftrag annehmen. Moment, das machen wir jetzt zuerst, bevor ich mir... Ich könnte den ganzen Tag... Du stehst auf meinem Zaun, mein lieber Ack. Ich hole mir erstmal schnell einen Auftrag für heute. Und dann können wir die automatische Pumpe gleich bauen. Und ich bin sehr neugierig, was das für Leute waren, die sich da scheinbar mit unserer Ziviltruppe getroffen haben. Die sahen ein bisschen komisch aus. Die eine hatte eine Gerte dabei. Aluminiumplatten. Ich will die eigentlich nicht. Fledermausmasken, aber das muss jetzt auch nicht sein. Hüfttaschen. Ja gut, ich muss die Aluminiumtaschen annehmen. Die bringen einfach am meisten. Und jetzt brauchen wir... Was war das jetzt noch? Der Heizkessel. Mal ganz kurz gucken, wie viel das denn wäre, was ich jetzt brauche, wenn ich hier in unser Handbuch schaue. Achso, nee, warte. Ich habe ja hier die... Was brauche ich da jetzt noch? Das wäre der Heizkessel. Nee, der Wassermotor. Das hier. Okay, also ich brauche insgesamt also noch 6 Aluminiumplatten.
Die haben wir, glaube ich, im Moment nicht. Wir haben noch zwei. Vielleicht mit ein bisschen Glück haben wir gleich wieder vier. Weil welche fertiggestellt wurden. Aber wir haben definitiv noch ein bisschen zu wenig. Habe ich denn in der Stadt irgendwo ein... Nein. Wir könnten aber bei Gale vorbeigucken, ob wir da eventuell schon was finden. Okay, das heißt, wir haben... Das ist eine Stahlplatte. Mist. Und das sind unsere Aluminiumplatten. Das dauert aber alles noch ein bisschen. Na gut, das macht aber nichts. Zwei Stück haben wir noch. Dann müsste ich jetzt hier nur das bauen lassen. Und zwar den Wassermotor. Ein Schaltpult, ein Motor, zwei große Rohre. Hier Schaltpult, Motor, große Rohre und die Dinger hier. Legen wir doch alles gleich mal hier bereit. Und ich würde einmal bei Produkte 1 das hier schnell weglegen. Tja, dann montieren wir doch mal das große Rohr. Und natürlich auch das... Okay, da kommt der Militärmotor erstmal rein. Dann bräuchte ich hier hinten das Schaltpult. Und irgendwo auch noch die Aluminiumplatten. Ich muss sie nur... Hier sind die Aluminiumplatten. Tada! Da haben wir unsere Pumpe gebaut. Beziehungsweise den automatischen Wassermotor. Die tun wir wieder runter, das hier auch. Okay, jetzt würde ich fast gerne... Eine Aluminiumplatte ist fertig, da können wir aber auch warten. Ich würde eigentlich nur gerne... Na gut. Ich wollte eigentlich nur gucken, dass wir genug Benzin haben, aber das macht jetzt auch nichts. Dann lege ich schnell die einzelne Platte hier rein. Und ich gucke aber mal, ob wir nicht vielleicht doch noch irgendwie welche haben. Eine. Aber das sind immer noch zu wenige. Wir brauchen ja vier Stück. Okay, dann reite ich erstmal zu Bürgermeister Gale. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen was erfahren. Denn ich glaube, Gale war da mit dabei, oder? Ist denn da jemand drin? Im Rathaus jetzt? Bei Gale? Nein, kein Mensch. Okay, schade. Hätte ja sein können. Dann stellen wir erstmal, machen wir erstmal die heiße Quelle fertig. Da kann ich aber mit dem Töff-Töff hinfahren. Das geht schneller vermutlich, als wenn ich jetzt reite. Und Yuki kommt ja mit, von daher. Das wäre hier hinten bei den Hot Springs. Eventuell kann ich dann auch nochmal in Südfels vorbeigucken und einfach schauen, ob ich vielleicht da die Sachen abgeben kann. Ich weiß es einfach nicht. Okay, wo muss ich das denn einbauen? Ich schätze mal, dass es hier irgendwo... Ja, da vorne ist es. Perfekt. Eine automatische Pumpe. Und ein Heizkessel. Und jetzt darf ich auch mit Gale sprechen. Das wird also unsere heiße Quelle. Yukilein, ich möchte davon einfach mal ein Bild machen. Ja, dann haben wir das nämlich fertig. Pferdchen, laufen wir jetzt bitte nicht in mein wunderschönes Foto. Die heiße Quelle an einem kalten Tag. Das ist doch schön, oder? So. Ich finde es so schön, dass man sich hier eben Bilder machen kann. Deswegen muss ich das auch hin und wieder mal tun. Was? Nein, ich wollte eigentlich... Eigentlich wollte ich... So. Eigentlich wollte ich weg. Und eigentlich wollte ich mit dem Töff-Töff zurückfahren. Geschenketausch. Gut. Wir gehen zu Gale zurück und schauen mal, was er uns jetzt zu sagen hat. Ich finde es schön, dass wir fast nie Leerlauf haben. Also manchmal haben wir so ein, zwei Tage, wo wir relativ wenig zu tun haben. Aber so im Großen und Ganzen, es kommen immer wieder neue Aufträge rein und das ist halt super. Huch, da ist... Ja, Yuki, du solltest bitte hier unten bleiben. Auf ins Rathaus. Jetzt können wir auch mit Gale sprechen. Hallo. Fertig? Toll, dann warten wir nur noch darauf, dass A und G ihren Zauber erledigen. Toll gemacht, Sora. Es war mir wie immer ein Vergnügen. Hab ich gerade eine Kettensäge geschenkt bekommen? Echt jetzt? Ich habe mir erst eine gekauft. Okay.
Wisset, liebe Kinder, wenn ihr die Kettensäge seht, ihr müsst sie euch nicht kaufen, ihr bekommt sie geschenkt. Ich sollte mir das echt abgewöhnen, mir Waffen zu kaufen. Ich glaube, wir kriegen die fast immer irgendwie auch anders. Da ist gerade die Schule aus. Ich gucke einfach mal wieder hier vorbei, ob wir da irgendwie Klamotten neue kaufen können. Ich weiß, wir haben erst... Das haben wir. Das haben wir ja gerade an. Und die haben wir auch gerade an. Also gibt es hier nichts Neues für uns. Kann ich denn schon wieder neue Sachen hier kaufen? Vielleicht was Besseres als... Nein, eigentlich nicht. Na gut, dann nicht. In dem Fall würde ich mal sagen, wir haben jetzt keinen Auftrag mehr, außer unsere Aluminiumplatten. Ich könnte gucken, ob die schon fertig sind. Ansonsten haben wir heute frei. Was ja auch mal nicht schlecht ist. Ja, perfekt. Zwei Aluminiumplatten. Da ist noch eine. Dann holen wir uns auch noch die letzte hier raus. Dann kann ich die nämlich abgeben. Und zwar bei... Wo muss ich denn jetzt hin? Okay. Ja, dann geben wir doch die ab und dann könnten wir zu Alu gehen, denke ich. Ich wollte sowieso gerne nochmal... Doch, wir müssen da runter. Ich wollte ohnehin gerne nochmal bei der Ausgrabungsstätte, bei der Ruine in der Wüste vorbei. Danke, du warst eine große Hilfe. Gerne doch, immer wieder gerne. Insbesondere, wenn es so fleißig Geld gibt. Man muss ja gucken, wo man bleibt als armer Handwerker. Und jetzt, wie gesagt, suchen wir mal... Ich sehe ihn da hinten schon auf der anderen Seite der Brücke. Ich sehe ihn schon. Hi, Alu. Nein. Ja, du auch. Du solltest mal die Äpfel probieren, die in Porsche wachsen. Sie sind so lecker. Ich habe das Gefühl, nur Tobi hat den Dreh raus. Okay, aber eigentlich wollte ich, um ehrlich zu sein, gerne mit Alu sprechen. Hi. Nichts geht über eine Schüssel Spaghetti mit scharfer Soße im eiskalten Winter. Alles klar. Goodbye. Goodbye. So. Das lag gerade so schön auf dem Weg. Ursula, wer ist das denn jetzt? Hauptmann der Ratswächter. Jeder muss sich in Acht nehmen, solange dieser mysteriöse Ritter umherzieht. Keine Sorge, wir werden ihn bald schnappen. Sie sieht jetzt... Moment, kann ich... Moment. Ich will sie mir mal genauer angucken. Oh Mann, oh, die ist mir zu schnell. Moment. Hallo? Oh, wir können die Zeit anhalten. Das ist super. Okay, das heißt, ich werde mal, sobald ich vor sie gelaufen bin, werde ich mal kurz die Zeit anhalten, damit wir uns Ursula genauer angucken können. So, pass mal auf hier. Yuki, du bist gleich furchtbar im Weg. Nein, die wollte ich eigentlich nicht schon wieder reden. Und jetzt geht sie zurück. Okay, Pferdchen. Bleib. Ach, immer diese Frau hier. So, dann wollen wir doch mal gucken. Das ist mir bisher nie aufgefallen, dass wir die Zeit anhalten können. Da haben wir also ein neues Gesicht. Sie sieht tatsächlich so ein bisschen... Ich muss sie auf jeden Fall mal fotografieren. Ein bisschen grummelig aus, finde ich. Aber... Ja. Hier verändert sich nichts. Ja, jetzt haben wir also ein schönes Foto von der Ursula. Jetzt muss ich nur Yuki wiederholen, denn eigentlich wollte ich ja wohin reiten. Die Ursula. Finde ich die anderen auch? Sie war ja nicht alleine. Da waren noch andere dabei. Und ich weiß nicht, wer die waren. Das sind kleine Krabben. Ich könnte gucken, ob sie vielleicht hier im Motel drin sind. Da ist Oma Gigi. Hier ist aber weiter niemand. Kann ich eigentlich hier nach oben? Tatsache, ich kann hier nach oben. Aber wie es aussieht, sind die Zimmer ziemlich leer und auch wirklich nur sehr notdürftig Ja, da steht halt jeweils ein oder... Ne, eine Schlafmöglichkeit drin. Ein Bett, zwei Betten.
Warum ist hier zu? Einfach so? Okay. Hab ich da nicht schon längst Sachen angenommen? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich würde 100... Habe ich das nicht gemacht? 150 Kopfsalat? Von den Kartoffeln können wir getrost 200 nehmen. Leinen nicht. Aprikosen würde ich 25 verkaufen, einfach mal. Faserstoff erstmal nichts. Kürbisse, sagen wir mal 75. Kühe nicht. Eier könnten wir, ich denke, auch so 75 verkaufen. Finden wir immer mal wieder. Und Baumwolle können wir auch getrost die 200 voll machen. Jetzt haben wir 6 Sachen. Ja, das muss erstmal reichen. Okay, Lieferdatum. Ja, aushängen. Habe ich das letztes Mal vielleicht nicht ausgehangen und deswegen kam jetzt da keiner? Wäre das denkbar? Habe ich das vergessen? Oder habe ich jetzt eine Strafe für irgendwas bekommen? Aber es hieß, dann könnten wir weniger Gegenstände liefern und ich habe ja immer noch 10 liefern dürfen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Und es wird schon wieder Abend, das heißt, ich reite schon mal nach Hause. Ist denn die gute Ursula immer noch hier? Ja, die ist hier immer noch unterwegs. Die anderen habe ich nicht gesehen, aber da steht ihr Flugzeug. Das will ich jetzt auch nochmal fotografieren. Weil wir es können. Da muss ich aber die Zeit nicht anhalten. Das hält, glaube ich, auch so still. Ich will auch sowas bauen können. Speichern. Na gut. Die Lamas kann ich jetzt in Ruhe lassen. Die Marienkäfer lasse ich sowieso in Frieden. Hinten, ich sehe, wir können ein Bäumchen... Okay, erstmal Pferdchen streicheln. Das ist wichtig. So, Pferdchen gestreichelt. Einmal von dreimal. Pferdchen gestreichelt. Zweimal von dreimal. Und Pferdchen gestreichelt. Dreimal von dreimal. Dann kümmern wir uns noch kurz um unsere Bäumchen, damit die gedüngt sind. Und dann würde ich sagen... So, du darfst in deinen Stall. Und ich hole kurz mal den Dünger raus. Von dem ich eventuell und ganz vielleicht auch bald mal wieder neuen bekommen sollte. Okay, da darf ich noch gar nicht wieder düngen. Bei den Bäumen geht's natürlich. Es ist selten, dass es mal nicht funktioniert. Und hinten müsste ich sogar ernten können. Ja, da kann ich ernten. Schön. Aber düngen darf ich nicht. Kristall und Saphir habe ich bekommen. Sehr gut. Dann packen wir jetzt den Dünger wieder hier rein. Und ich kann eigentlich schon mal bei unseren Waffen könnte ich... Was ist das? Ein Weapon Rack. Ja, das, den könnte ich... Habe ich den schon gelernt? Muss ich mal gerade gucken. Und der Rest kommt zu den Edelsteinen. Da sind die Edelsteine. Zack und zack. Habe ich den schon gelernt? Bereits gelernt, okay. Dann lege ich es eben doch wieder zu unseren Waffen. Das müsste ganz weit hier. So, ist wieder aufgeräumt. Dann lege ich mich jetzt mal schlafen, denn wir haben sonst eigentlich nichts zu tun. Die Sachen kann ich von Hand schnell weglegen. Das geht jetzt, glaube ich, schneller, als wenn ich... Ja, ich sammle noch schnell unsere Produkte ein und dann lege ich da neues Fleisch auf den Grill. Bitteschön. Und dann sammeln wir hier eben noch unsere Platten ein. Eine Sache würde ich heute noch machen und das wäre hier... Faserstoff herstellen. Und vielleicht hier hinten auch den Faserstoff herstellen. Dann haben wir immer noch genug abgenutztes Fell, aber wir kriegen eben nach und nach unseren Faserstoff auch zu. Oh, warte mal, da ist er ja schon. Da ist ja schon der... Dann hatte ich das letztes Mal tatsächlich vergessen. Okay, dann legen wir hier gleich mal die ganzen Sachen ab.
dann haben wir am nächsten Tag ein bisschen Geld zur Verfügung, glaube ich. So, habe ich alles? 200 von 200, 75, 75, 25, 200, 150. Und da geht er wieder. Mach's gut! Schön, dass das auch abends abgeholt wird. Ich hätte jetzt gedacht, es kommt erst tatsächlich wieder am nächsten Morgen jemand vorbei. Ganz wunderbar und famos. Wir gehen jetzt aber erstmal schlafen. Ich habe vergessen unsere... Egal, ich räume am nächsten Morgen unser Inventar aus. Das geht schon. So, einmal sleepen. Und aufstehen, dann gucken wir mal, was der Tag uns bringt. Vielleicht haben wir ja jetzt eine nette Nachricht. Ich meine, es wollte wegen dem Ritter... Ich glaube, Mali war das. Wollte ja tatsächlich deswegen Leute informieren. Das, okay. Hey du, ich habe eine Nachricht vom Bürgermeister bekommen. Er möchte dich informieren, dass der Rat der Allianz eine Entscheidung bezüglich Allsurs und dem Ritter getroffen hat. Er möchte, dass du heute zu einer Versammlung in sein Büro kommst. Verstanden? Ja, klar. Großartig, jetzt muss ich Higgins finden. Warum Higgins? Ah, Sora, es freut mich, dass du hergekommen bist. Ja, gerne. Ich hätte gerne selber... Klar. Gut, es sind alle da. Dann können wir mit der Versammlung beginnen. Das hier ist Frau Ursula, ein Hauptmann der Ratswächter. Sie und ihr Team wurden vom Rat hierher geschickt, um uns zu unterstützen. Ich, lass mich einfach zum Punkt kommen. Nachdem der Rat den Bericht von Mali bekommen hat, wurde entschieden, dass wir sofort herausfinden müssen, wo sich die KI Allsurs befindet. Das ist für das Überleben der freien Städte im Angesicht von Feinden wie Duvos entscheidend. Du möchtest sie gegen Duvos einsetzen? Das habe ich nicht zu entscheiden. Meine Mission lautete, die KI zu finden und sie nach Atara zu bringen, damit sie dort untersucht werden kann. Ich bin noch nie jemand gewesen, der sich dem Fortschritt in den Weg stellt, und wahrscheinlich höre ich mich jetzt wie Lee an. Aber wer hat so eine Entscheidung getroffen? Wir wissen noch überhaupt nichts über Allsurs. Bürgermeister? Ich habe eine Nachricht von unserem Repräsentanten erhalten, in der steht, dass der Großteil des Rates dafür gestimmt hat. Ich kann es selbst kaum glauben. Diese Dummköpfe. Ich habe den Zugangscode zurückgebracht. Ich brauche die Hilfe der Forscher, um die KI zu finden. Wieso ist Mali nicht zurückgekommen? Der vorherige Einsatz wird noch mit ihr besprochen. Vor allem die Angelegenheit mit dem mysteriösen Ritter. Sie kommt später nach. Warum bin ich hier? Ja, warum ist er hier? Wir werden vielleicht in eine Situation kommen, in der wir die Hilfe von Handwerkern brauchen. Jemand mit einem so guten Ruf wie du musste davon erfahren. Außerdem werden wir ein Team aufstellen, das nach diesem mysteriösen Ritter suchen und ihn ausschalten soll. Arlo, warum führst du dieses Team nicht an? Nimm einen meiner Männer, Ryder. Fangt im Umkreis der Stadt an. Wir wissen nicht, wo er sich verstecken könnte. Klar. Wir werden sofort mit der Suche nach der KI beginnen. Ich bleibe in Kontakt. Gibt es noch Fragen? Gut, dann wären... Das wäre dann alles. Die Versammlung wird vertagt. Irgendwie stelle ich mir gerade vor, dass sie... irgendwie so einmacht. Ich weiß ja nicht... Arlo, Moment. Arlo möchte sich mit uns treffen. Okay. Ich habe dich nicht fast getroffen, ich habe dich getroffen. Ursula. Ja, ich weiß, vielleicht liegt es an der Meerhexe Ursula aus der kleinen Meerjungfrau, aber sie ist mir jetzt nicht unbedingt so sympathisch. Hey, Arlo, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Dieser Ritter war stark. Ich sollte mir wohl etwas verbotene Technologie krallen. Dann wäre ich ihm vielleicht eher gewachsen. Nein, bleibst du wohl stehen. Arlo. Hey, du hast da ein Date. Hi. Zum... Dankeschön. Mali gehört zu den Besten der wundersamen fliegenden Schweine. Ich muss sie noch schlagen. Okay, wir wollen auf jeden Fall morgen was zusammen machen. 18 bis 20 Uhr an der Bernsteininselbrücke. Das kriegen wir hin. Was ist das für eine Quest? Moment, was habe ich da für eine Quest? Abzeichen, was? Irgendwas in der Tafelrunde. Und natürlich muss ich auch noch meine tägliche Quest annehmen. Ah, da vorne ist Django. Du bist aber nicht der Ritter, oder? Oh, schön dich zu sehen. Ich frage mich, du hast gegen diesen Ritter gekämpft. Wie war es so? Er hat irgendeine antike Waffe benutzt. Oh. Oh, was he now? Most knights, he says... Oh, hat er das? Die meisten Ritter benutzen heutzutage irgendwelche Relikte.
Es ist sowas wie ihr Ass im Ärmel. Die echten Ritter allerdings, die haben solche Sachen nicht gebraucht. Was genau ist so ein Ritter eigentlich? Hattet ihr in Barnarok keine Ritter? Naja. If you're looking for him, listen to me song. Wenn du gerne eine Geschichtsstunde hättest, dann redest du am besten mit Isaac. Aber Ritter sind sehr talentierte Krieger. Sie verteidigen die Schwachen und balance the strong und gleichen so die Starken aus? So sollte es zumindest sein, aber heutzutage... Ah, wir weichen vom Thema ab. Ich denke darüber nach, diesen Ritter zu suchen und ein Wörtchen mit ihm zu reden. Du willst mit ihm diskutieren? So ist es. Ich kann nicht gut schlafen, wenn ich weiß, dass so ein schwarzer Ritter in der Nachbarschaft unterwegs ist. Das gibt mir selbst irgendwie einen schlechten Ruf. Hast du die Ziviltruppe um Hilfe gebeten? Oh je. Seitdem diese Ratsmitglieder aufgetaucht sind, sind die Mitglieder unserer Ziviltruppe eigentlich nur noch Laufburschen für den Kapitän. I've been going around searching. Ich weiß, dass Remington und dieser Ryder-Typ nach dem Ritter suchen. Und ich denke nicht, dass sie in der richtigen Stimmung sind, um gerade zu reden. Okay. Das da hinten ist bestimmt Eise. Ich hole jetzt erstmal kurz eine Quest, bevor ich das vergesse. Und danach sprechen wir tatsächlich mal mit Isaac. Okay, es ist Mittwoch. Das heißt, wir sollten... Was ist das denn? Holzkohle? Ja, das bringt ja aber nicht so wirklich viel. Holzsäulen. Stoff. Verbundholzbretter. Nee, wir nehmen die Holzsäulen an. Guck mal schön, wo du bleibst, Higgins. Ich nehme mir die Holzsäulen. Das müsste eigentlich gehen. Wir sollten genug Pappelholz und ich glaube, sonst brauchen wir noch Seile. Falls wir davon nicht genug haben, stellen wir einfach ein paar her. Das geht schon. So, erstmal Isaac sucht. Da ist Isaac. Hi. Oh, du möchtest über den Ritter sprechen? And you're not... Und du heißt nicht Toby. Interessant. Sicher, ich kann mein Wissen, was diese Dinge angeht, mit dir teilen. Was möchtest du genau wissen? Wer sind die Ritter? Sie erschienen zuerst während, um Schwerter zu verkaufen, während des ersten Zeitalters, Zeitalter der Dunkelheit, während des ersten Jahrzehnts, Jahrhunderts. Das ist auf Deutsch echt seltsam, okay. First Century, erstes Jahrhundert, während des Zeitalters der Dunkelheit, Zeit der Dunkelheit. Die Leute hatten kein Essen und einige der stärkeren und fähigeren Kämpfer haben ihre Dienste angeboten, um die Menschen zu schützen, die sich, die für genug Nahrung sorgen konnten. Und irgendwann... Nostalgic notions of nobility and chivalry passed down in the world society. I'm sorry to go in there. Irgendwann hat sich das dann vermischt mit nostalgischen Erwähnungen über noble und ritterliche Taten aus der alten Welt oder aus der Gesellschaft der alten Welt. Und diese Kämpfer haben einen sehr antiken Namen für ihre Dienste oder für ihre Zunft angenommen. Und die ersten zwei Jahrhunderte des dunklen Zeitalters... Ja, derzeit waren die Ritter ein Symbol der Rechtschaffenheit und des Guten, die Schwachen beschützt haben und sich für Gerechtigkeit eingesetzt haben. Aber seit der Zeit von Peach gibt es immer weniger Ritter. Wir haben stehende Armeen, also feste Armeen. Wir haben die Ziviltruppe und Abenteurergilden. Die Ritter der alten Tage sind praktisch nicht mehr vorhanden. Wie wird man so ein Ritter? Ach, die Regeln der Ritterlichkeit sind streng. Eine Person kann nur ein Ritter werden, wenn sie... Oh je. Wenn drei andere Ritter sie anerkennen und erklären, dass diese Person bereit ist, ein Ritter zu werden. Darum gibt es immer weniger Ritter heutzutage. Es ist nicht gerade leicht, drei von ihnen zu finden.
War Django ein Ritter? Das sagt er zumindest. Aber ich denke, er übertreibt ein wenig. Django ist ein Leichtgewicht, wenn es um das Kämpfen geht. Ich habe schon gesehen, wie er von einer Pandamaus wegrennt. Na, lass dich von seinem Schwertraining nicht in die Irre führen. Okay. Das ist interessant. Ich weiß selber jetzt ehrlich gesagt nicht so genau, ob ich denke, dass Django ein Ritter ist oder nicht. Naja, jetzt müssen wir erstmal zu Fuß zurücklaufen, weil unser Pferdchen da noch im Stall steht. Dann räume ich unsere Sachen aus. Oh, warte mal, das ist Ryder, oder? Ist das Ryder? Ist auf jeden Fall einer von diesen komischen... Ja, das ist Ryder. Hey! Oh, der sieht auch unfreundlich aus. Er stand in meiner Zeit als Ratswächter einer Menge Rittern gegenüber. Da habe ich vor dem hier keine Angst. Alles klar. Den fotografiere ich nicht, den möchte ich nicht fotografieren. Da ist wieder der gute Ack, dann sammeln wir doch mal die Sachen ein. Was haben wir hier vom Rathaus? Lieber Bürger, ich bin stolz darauf, dich zu der Eröffnungszeremonie für das Gasthaus an den heißen Quellen in Porsche morgen einzuladen. Komm bitte vorbei und sieh dir die neueste Attraktion unserer Stadt an. Okay, hallo Sora, wenn du Zeit hast, kannst du bei mir vorbeikommen. Ich habe ein paar Fragen über den Ritter, dem du begegnet bist. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, haben wir das eben schon versehentlich gemacht? Das könnte durchaus sein. Okay. Erstmal gucke ich, ob ich die Säulen herstellen kann, ob ich dafür noch alles habe. Ja, habe ich. Perfekt. Dann haben wir das jetzt erledigt. Das kann ich eigentlich auch schon mal wegtun. Hier in Produkte 2 kommt das rein. Und das hier auch. Der Rest müsste hier sein Plätzchen finden. Dann brauche ich bitte auf jeden Fall meine Früchte. Zack. Zack und zack. Außerdem die Erze. Nein, warte, Essen haben wir auch. Das ist das hier. Dann bräuchte ich jetzt meine Erze und das Holz. Zack, zack, zack. Dabba, dabba, dabba. Ich wünschte, wir könnten das automatisch einsortieren lassen und die Edelsteine. So, dann können wir jetzt das hier wegtun. Und wir haben noch keinen weiteren Auftrag. Dann sammle ich hier erstmal schnell unseren ganzen Stoff und alles ein. Okay, und ich fülle hier mal das Benzin auf. Oder auch nicht, das müsste ja noch reichen. Unserem Garten müsste es eigentlich gut gehen. Dann lege ich hier nur schnell die Sachen weg. Und wir können die Quest abgeben. Wer wollte die Holzsäulen eigentlich nochmal haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, wir gucken einfach mal schnell. Wer wollte denn die Holzsäulen haben? Pauli wollte die. Wunderbar, dann geben wir die Pauli. Oh, warte mal ganz kurz. Erstmal muss ich meine Fische füttern. Dann sammeln wir auch hier gleich mal den Pups ein. ...50 davon nehmen wir mit und dann lege ich gleich mal unseren Pups auch zu den Gartenerzeugnissen. Die Fische sollen ja nicht hungern. Und schon geht's ihnen wieder gut. So, Pferdchen, wir müssen. War heute jetzt unser Date mit Arlo? Nee, das haben wir eben gerade gefragt, oder? Oh, ich darf das nicht durcheinander bringen. Das ist ganz furchtbar. So, Pauline. Danke, komm jederzeit in meinen männlichen Möbelladen und hol dir ein paar Sachen. Ja, klar. Mache ich auf jeden Fall. Tue ich ja sowieso schon oft genug. Und was stellen wir jetzt mit dem heutigen Tag an? Das muss ich gerade eben nochmal gucken. Ich bin ganz verunsichert, aber ja, das war morgen. Morgen Abend und da sollen wir vor allem, bevor es dann so spät wird, zu den heißen Quellen gehen, damit wir die Eröffnung mitbekommen. Schlimm genug, dass ich die Eröffnung vom Museum damals verpasst habe. Was machen wir denn jetzt Schönes? Okay, wir haben eigentlich den ganzen Tag Zeit. Wir haben gerade keinen Auftrag, den wir erfüllen müssen. In Südblock, das müssten wir eigentlich schon haben. Dann könnten wir jetzt nochmal zur Mine gehen, also hier zur verlassenen Ruine. Und da Dinge ausgraben. Auf dem Weg dahin könnten wir auch nochmal mit Arlo sprechen. Einfach nur, weil wir es können. Und eventuell die gute Ursula einmal über den Haufen reiten.
Hey, Arlo. Ich weiß, wir kriegen heute keine Punkte mehr dafür, aber ich kann nicht an ihm vorbei, ohne Hallo zu sagen. So. Ist fast so schlimm wie mit Harvey Bastardo. Das ist wieder Ryder, aber waren das nicht drei? Wer ist denn dann der dritte gewesen? Oder bilde ich mir das gerade nur ein und es waren nur zwei und der dritte war eventuell Gale? Das könnte theoretisch auch sein. Ich bin verwirrt. Egal, wir gehen mal da rein, bevor unsere Minenlizenz abläuft. So. In die Mine selber, also die Ingalls-Mine oder wie sie eigentlich jetzt heißt, muss ich auch noch rein. Da sind ja, das ist ja wie die toxische Ruine mit diesen Ebenen. Aber das würde ich dann irgendwann machen, wenn wir sonst nichts vorhaben. Hoppala. Richtig. Es hängt ja mal kurz. So, jetzt hängt's nicht. Da sind nur Sandkiste mit Teilen. Ganz viele Kisten mit Teilen. Aber sonst nicht mehr allzu viel. Tja. Das macht aber nichts. Teile sind auch immer gut. Und notfalls... Ja, und hier ist es doch ganz in der Nähe. Das ist doch perfekt eigentlich. Dann können wir die auf jeden Fall ausgraben. Die ist wirklich ganz, ganz in der Nähe. Da haben wir sie schon. Die hier ist... Das Härtungsflüssigkeit... Ja, Härtungsflüssigkeit schadet auch nicht. Insbesondere, da das hier auch nur ein paar Meterchen sind. So, das haben wir. Dann holen wir uns die Härtungsflüssigkeit. Danach kann es aber sein, dass wir erstmal wieder neue Sachen suchen. Je nachdem, was wir noch ausgewählt haben. Das wäre hier eine Kiste mit Teilen. Ja, komm, wir gucken mal, wo hier noch was ist. Hier drüben. Da sind doch ganz viele Sachen. Hier, guck mal. Sommerpuppe, verbesserter Motor, Härtungsflüssigkeit, ja. Würde ich erstmal die Sommerpuppe mir gerne holen. Obwohl wir zwischendurch zu der Kiste mit Teilen umschwenken könnten. Jetzt nämlich. Und der verbesserte Motor wäre sicher auch nicht schlecht. Es ist ein bisschen schwierig, über Kopf an die Sachen ranzukommen. Na, kriege ich jetzt bitte meine Kiste? Hallo Kiste, ich will die Kiste haben. So, da haben wir sie. Und jetzt möchte ich aber wirklich an die Sommerpuppe kommen. Ich weiß gar nicht, ob wir davon schon Teile haben. Aber auch wenn nicht. Ich meine, wir müssen die irgendwann sowieso ausgraben. Und bei Gelegenheit müsste ich dann mal gucken, was genau uns fehlt. Und dann könnten wir wirklich speziell diese Sachen suchen. Also, dass wir dann sagen, okay, wir brauchen noch zum Beispiel Sommerpuppe Teil 3. Und dann suchen wir tatsächlich... speziell danach und graben dann auch wirklich genauer da hinterher. Ich weiß wirklich nicht, ob wir die Sommerpuppe schon hatten. Davon gibt es halt auch vier Stück. Die verbesserten Motor nehme ich mit, weil der hier ganz in der Nähe ist. Was haben wir dann noch? Härtungsflüssigkeit, die hätte ich auch ganz gerne. Ich kann aber auch schon mal wieder diesen hier machen. Na gut. Lassen wir es erstmal. Nee, warte mal, hier. Verbesserter Motor, Keypad, Kiste mit Teilen. Verdichteter Energiestein. Okay. Okay. Ich grabe aber erstmal in die Richtung weiter. Da müssen wir theoretisch an unserer Härtungsflüssigkeit vorbeikommen. Hoffe ich sehr. Ich gucke gerade so ein bisschen auf unseren Loot, aber... Ah, da ist sie ja. Hier ist die Härtungsflüssigkeit und jetzt können wir hier weiter graben. Leider finden wir da jetzt auf dem Weg dorthin nichts mehr. Das Keypad ist das erste, dann der verdichtete Energiestein. Da bin ich mir nicht sicher, ob das so ein gelber ist. Eigentlich brauche ich nicht mehr 100.000 verbesserte Motoren, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Aber wir nehmen sie ja trotzdem mit. Eventuell lohnt es sich dann einfach, wenn wir beim nächsten Tag oder so... habe ich den jetzt schon? Tatsächlich, der verdichtete Energiestein. Da ist der Motor, da unten ist noch eine Kiste mit Teilen. Die ist auch mal ganz spannend, weil da eben alles Mögliche drin sein kann. So, zweimal noch. Nee, einmal nur noch. Und dann hier jetzt die Kiste mit Teilen, bitte. Dann gucken wir wieder, wo wir als nächstes hingraben. Oh, das geht nach unten. Jahaha. Mal gucken. So. Da
Dann schauen wir uns jetzt nochmal um. Oh, da ist ein geheimer Raum wieder. Raketenmodell, kleiner Silikonchip. Was haben wir da? Okay. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen weiter graben. Ich will das Fisch-U-Boot gerne haben und da war deine Bonsai-Katze und eine Glückskatze. Die will ich beide haben, unbedingt. Aber erstmal den geheimen Raum. Und das Raketenmodell hätte ich auch ganz gerne. Das ist auch ziemlich nah. Es ist so schade, dass man sich nicht wirklich aussuchen kann, was gescannt wird. So, ein Raketenmodell. Den Raum haben wir auch fast erreicht. Bis zum Fisch-U-Boot ist es noch ein gutes Stück weiter. Da müsste ich mich vielleicht hier mal um die Ecke graben. Aber jetzt ist auch nicht mehr weit. Jetzt holen wir uns das Fisch-U-Boot. Und dann, bevor ich in den Raum gehe, würde ich erst noch Bonsai- und Glückskatzenteil ausgraben. Der Rest ist mir eher ein bisschen egal. Aber da möchte ich, das möchte ich unbedingt haben. Glückskatze und Bonsai. So. Kiste mit Teilen. Was haben wir hier? Das ist das Keypad. Dann ist es da noch nicht. Hier vielleicht? Okay, da haben wir es. Glückskatze Teil 2 und den Bonsai. Da muss ich mich nur hier drunter durchgraben. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und danach gehen wir erstmal in die... in den Geheimraum. Und danach kann es dann auch wieder sein... also danach, dass wir dann eben gleich schlafen gehen. Für den nächsten Tag steht die Eröffnung an. Unser Date mit Arlo. Wir müssen uns natürlich noch einen neuen Auftrag holen. Ach, komm, jetzt bitte mal meine Glückskatze. Okay, die haben die Glückskatze, haben wir. Das Bonsai-Teil. Neues Relikt. Okay. Tja, das wird ja lustig werden. Einmal noch gucken, ob wir hier was Neues finden. Ich habe es speziell auf Relikte. KI-Modell. Okay, das brauche ich noch. Das KI-Modell möchte ich gerne haben. Also das Teil vom KI-Modell. Ich weiß nicht, ob wir es schon mal haben. Es ist immer so ein bisschen, ja, schwierig, da die Übersicht zu behalten. Aber es macht ja nichts. Je mehr Platz wir in unserem Inventar haben, desto wahrscheinlicher können wir einfach immer alles mitnehmen und dann zum tatsächlich mal irgendwann zum Museum laufen, beziehungsweise zum Forschungszentrum und gucken, was genau uns noch fehlt. So, ist hier nochmal was Spannendes? Ja, eigentlich nicht so wirklich. Den Raum habe ich jetzt vergessen. Da gehe ich nochmal hin. Denn da wollte ich ja eigentlich reingehen. So. Der verlassene Raum. Danach gehen wir nach Hause und schlafen. Ein Lahmschleimi, ein Lahmschleimi. Noch eins, noch eins. Jetzt weiter nichts drin, außer der Kiste. Und irgendein Motor bestimmt. Natürlich ein Motor. Ist hier hinten noch was? Was Interessantes, was Spannendes? Was Lootiges? Nein? Okay. Nichts Lootiges mehr für uns, dann gehen wir jetzt raus und verlassen tatsächlich auch eben die Mine und gehen nach Hause. Wird spät genug sein, bis wir da ankommen. The storage box at once. Habe ich das gerade richtig verstanden, den Tooltip? Wenn ich sortieren drücke... Ich muss das mal ausprobieren. Ich muss das mal ausprobieren. Aber vielleicht nicht mehr heute. Sonst ärgere ich mich nur, falls es schief geht. Okay, Yukilein, wir reiten nach Hause. Wie sieht denn mein Inventar aus? Wunderschön. So viel Stein werde ich niemals verbrauchen können. Dann stellen wir Yuki zu Hause erstmal wieder in den Stall. Dann räume ich meine Sachen weg. Wer ist das? Ten. Ach, das ist der dritte. Die Gerüchte dieser Stadt sind absolut hervorragend. Wie schade, dass wir nach dieser Mission nicht bleiben können. Das ist der erste, der so ein bisschen netter scheint von den drei. Ja, wie gesagt, bei Ursula habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie schnippt gerne. Und ist vielleicht ein bisschen schnippisch. Und dass sie unsere Ziviltruppe rumscheucht und Gale unterbricht, finde ich absolut unmöglich.
Ich glaube, deswegen mag ich sie nicht. Rein vom Aussehen her könnte sie ganz cool sein. Wissen Sie, so eine taffe Person und das ist schon ganz, ganz nett. Ich weiß, dass ich sie jetzt nicht gestreichelt habe. Aber halt von allem anderen her finde ich sie eher ein bisschen, naja, nicht ganz so sympathisch. Okay, wenn ich jetzt hier sortieren klicke, verschwindet dann... Nein, tut er nicht. Ich dachte gerade, es las sich so ein bisschen, als würde das dann automatisch die Sachen in unser Inventar sortieren. Okay, das ist das Essen. Das kann ich jetzt aber tatsächlich sortieren. Und jetzt machen wir einfach das mal so. Da wären zum Beispiel unsere... Unsere Erze und Holz. Zack, zack. Oh nein, wir haben... Okay, ich verkaufe mal ein paar Steine. Sand geht, Steine, das reicht. Ja, das reicht definitiv. Das Problem ist, wenn ich davon nichts verkaufe, ich müsste auch Holz wieder loswerden. Die kann ich eigentlich draußen in die Kiste neben dem Pferdestall stellen. Dann haben wir wieder ein bisschen... Da auch. Aluminium haben wir so viel jetzt. Und hier der Dreck, die Erde können wir auch ein bisschen verkaufen. So. Es reicht, wenn wir maximal 2 Stacks von den Sachen haben. Alles andere ist wirklich nur noch lächerlich. Durch die Medizinkiste, da kommt das hier rein. Unsere Museumskisten muss ich jetzt durchgehen. Museum, da würde das eventuell, das hier. Nein, alles nicht? Okay. Dann geht's weiter zur zweiten Kiste. Hier, da, das. Oh, den Bonsai-Teil hatten wir auch schon. Gut, dann kommt der Rest in unsere dritte Kiste. Die Katze, das Raketenmodell und das war's. Das andere sind Bauteile und Krimskrams. Wisst ihr was? Ich mache das einfach ohne euch. Ihr müsst euch das nicht ansehen. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Wir sehen uns am nächsten Tag wieder. Ich räume hier noch alles auf und dann läuft das. Vielleicht dünge ich auch draußen noch kurz. Aber auf jeden Fall müsst ihr euch das nicht mehr anschauen. Vielen Dank dafür, dass ihr da wart. Macht euch einen flauschigen Tag und bye bye.